Wenn Sie jetzt sagen, wie bringt man das bei den Älteren rein, dann glaube ich, haben Sie selbst das beste Beispiel davon gegeben vor der Pause. Ja? Die Frage ist ja ganz einfach die, ich würde sagen, die meisten älteren Jugendlichen, ich sage mal, gut, 15 ist vielleicht ein bisschen früh, aber so ein bisschen darüber hinaus, 16, 17, 18 dann und so weiter, sind in der Lage, sehr wohl zu verstehen, wenn man mit ihnen aber ganz einfach einsteigt, ihnen, ich habe da sehr gute Erfahrungen damit, ihnen Lebensbereiche vorlegt, mit denen sie in ihrem normalen Leben vertraut sind. Schöpfen sie aus ihren eigenen Interessensgebieten. Sie wissen eh alle gut genug, da erzähle ich ja kein Geheimnis. Man unterrichtet immer das am besten, worüber man sich selber halt interessiert. Und wählen sie halt Lebensbereiche aus, wo sie selber sagen, da kennen sie sich aus, da kommen sie gut zurecht. Keine Ahnung, was das sein könnte. Ich meine, bei mir ist es immer Digitalität. Gell? Also da habe ich so meine Affinitäten und ich tue halt damit immer viel über Social Media und so weiter arbeiten und dieses Zeug, aber das kann auch was ganz anderes sein. Denn wie gehe ich dann vor? Ich evaluiere zunächst einmal ganz einfache Dinge, nämlich was habe ich denn überhaupt für Handlungsmöglichkeiten in diesem Lebensbereich, in dem ich da lebe. Also, und auf diesem Wege führe ich diese Geschichte mit dem Sollen überhaupt ein, nämlich was heißt es überhaupt, eine Handlungsmöglichkeit zu haben. Handle ich wirklich, wenn ich ein Instagram-Posting absetze zum Beispiel, und inwiefern handle ich da eigentlich? Ja? Und ich versuche, die Schülerinnen und Schüler langsam darauf hinzutreiben, dass eigentlich, wenn sie beschließen, ein Instagram-Posting zu setzen, dass sie da mit allerlei Willensentscheidungen operieren, dass etwas sein soll. Und dann versuche ich sie langsam reflektieren zu lassen, was für ein Gesolltes verfolgen sie eigentlich, wenn sie das tun? Also ist nur ein Beispiel von Instagram gesagt. Was für ein Gesolltes verfolgen sie eigentlich? Oder nehmen Sie Ernährung als anderes Beispiel, wenn Ihnen das näher steht. Ja? Thematisieren Sie das mit dem Fleischkonsum oder so, oder nachhaltige Landwirtschaft oder sonst irgendwas dergleichen? Völlig egal. Ja? Und gehen Sie da rein und lehren Sie die Schüler Schritt für Schritt, dass in all ihren Entscheidungen, in all ihren Handlungen und auch Nichthandlungen, also auch allem, was sie unterlassen, immer auf irgendetwas Gesolltes abgezielt wird. Sie haben immer irgendwas, das dadurch sein oder nicht sein soll, was sie tun. Und so können sie sie langsam an das heranführen, dass sie ihr eigenes Sollen und Nicht-Sollen, mit dem sie eben operieren in ihrem Leben, reflektieren lernen. Und dann kann man langsam einführen und sie dorthin führen, zu sagen, na gut, wo sind denn wirklich im Leben die Bereiche, wo man, wie wir am Anfang sagten, wo man handeln kann, wie die Frau Kollegin vorhin nochmal nahegelegt hat, ja? Wo sind die Bereiche, in denen du, bezogen etwa auf das untersuchte Lebensphänomen, Digitalität oder Ernährung oder nehmen wir Reisen, das wir vorher hatten oder was auch immer, wo kann man denn da tatsächlich handeln und wo reden wir bereits nur mehr von Wünschen, von Vorstellungen, von Sehnsüchten oder sonst was, wenn ich zum Beispiel sage, ja, die Welt ist so ein schlechter Ort und alle sollten das und das tun, ja, das ist meistens ein Wunsch, den ich da formuliere, weil ich mir nicht überlege, unter welchen Bedingungen diese Handlung auch ausgeführt werden kann und könnte. Und das ist der nächste Schritt. Das fragen Sie mit den Schülerinnen dann. Unter welchen Bedingungen kann denn das, was du als ein Gesolltes aussprichst, auch erreicht werden? Kannst du das überhaupt sagen? Weil wenn du das nicht sagen kannst, dann hast du hier einen Wunsch formuliert, aber keinen freien Willensentschluss. Denn ein freier Willensentschluss, der überlegt sich auch seine Durchführbarkeit. Und unter welchen Bedingungen er eben durchgeführt werden könnte. Alles andere, wie gesagt, ist ein Wunsch, ein Sehnen, ein Begehren vielleicht oder sowas. Ja. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, es sollten alle Menschen aufhören, mit dem Flugzeug zu fliegen, dann habe ich einen Wunsch geäußert. Ja. Ich kann dann den Schüler und die Schülerin sofort fragen, ja, unter welchen Bedingungen wird denn dieses Sollen Wirklichkeit? Also unter welchen Bedingungen können wir denn so handeln, wie du das gerade forderst? Und dann evaluieren sie das. Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, damit gehandelt werden kann, so wie die Schüler das sich vorstellen? Und so machen sie langsam mit ihrer eigenen Freiheit oder besser gesagt mit ihrer eigenen Unfreiheit vertraut, denn die Schüler werden dann Schritt für Schritt sehen, wie wenig wir eigentlich handeln können in unserem Leben. Der Bereich, in dem wir wirklich handlungsfähig sind, ist so klein meistens, aber er ist entscheidend. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges pädagogisches Ziel auch zu sagen, dass so klein der Bereich meiner Freiheit sein mag, er ist das, was mich handlungsfähig hält. Denn sonst bin ich nur ein Vulkan oder ein Löwe oder ein Algorithmus. Und selbst dort, wenn ich dann beschließe, ja, das bin ich halt nur ein Algorithmus, ich bin halt nur
ein Gehirn, das solchen Prozessen unterliegt. Selbst da kann ich wieder fragen, was soll ich damit tun, dass das so ist? Was ist denn das Gesollte, wenn ich mich als unfreies Gehirn identifiziere? Das kommt von, Sie wissen das eh, das kommt von Schülern dann gerne. Ja, wir sind ja alle nur... Was sind denn Ihre Lieblingswörter? Das Gehirn, die Evolution, die Gesellschaft. Ja, also, nicht wahr? So, ich kann ja gar nichts tun, weil die Evolution hat mich so gemacht. Ich kann ja gar nichts tun, weil die Gesellschaft ist ja so böse. Und ich kann das und das und das nicht tun, weil letztendlich ist dann mein eigenes Gehirn und so weiter und so fort völlig wurscht. Also, die Schüler sind sehr geschickt darin, sich Unfreiheit zuzusprechen, weil sie sich ja auch die ganze Zeit erfahren. Und deswegen ist es umso wichtiger, mit ihnen die kleinen Inseln auszuloten, wo sie trotzdem handlungsfähig sind. Also wo kannst du denn das, was du als Gesolltes identifizierst, tatsächlich durchführen, verwirklichen, erreichen? Wo kannst du zumindest dazu beitragen, dass es erreicht wird? Und dann kommen genau die Debatten hoch, die auch unter Ihnen vorher hochgekommen sind. Ja, da wird nämlich gefragt, ja, was sollen wir tun, was soll ich tun und was sollst du tun? Kurz trotzdem, wenn mhm. Instagram-Post, was ist dann am Instagram-Post das Gesollte? Was würde da als angenommen Spiel durch? Also könnte jetzt viele Beispiele geben aus den Antworten, die man da kriegt. Ich meine, man kriegt dann mit der Zeit, wenn man sich das öfter fragt, so das eigentliche Bewusstsein dieser Plattformen wieder um die Ohren gehabt, nämlich das ist einfach sozusagen die früh 21. Jahrhundertsform der Kuppelei eigentlich, die da unter ihnen verhandelt wird, nicht wahr? Das erzähle ich Ihnen dann vielleicht im Anschluss, das ist völlig bizarr, was einem da teilweise eröffnet wird. Aber wenn Sie das einmal rauslassen, entscheidend ist, wenn man mit ihnen das dann Schritt für Schritt, das muss alles langsam passieren natürlich, da braucht man Zeit, aber Schritt für Schritt werden die Schülerinnen dann einsehen, dass es sehr häufig um ein Geltenwollen geht. Ja? Das Gesollte ist die Geltung. Ich möchte gelten. In meiner Peer Group, in meinen sozialen Zusammenhängen, was auch immer. Ja? Diese Geltung kann wiederum verschieden aussehen. Ja? Und dann kann man mit ihnen thematisieren. Okay, was sagen wir denn, wenn wir sagen, in unserem Handeln soll Geltung anvisiert werden? Wie gestalten wir da die Welt miteinander? Ich meine, Sie sehen das eh heutzutage sehr stark. Ja? Weil wir sagen, ja, mein Handeln hat primär mal das gesollte Ziel, dass ich gelten soll. Was kommt da für eine Welt dabei raus? Nicht wahr, wenn wir das radikal durchreflektieren? Und dann fragen Sie die Schülerinnen, können wir diese Welt so wollen? Ist das eine gesollte Welt, eine Welt, in der jeder einmal zunächst darauf abzielt, dass er etwas gibt durch Social Media, durch Sonstiges dergleichen, nicht wahr? Und so können Sie das dann durchreflektieren. Oder ist das dann eine Welt, in der wir uns Handlungsfähigkeiten nehmen, in der wir unser Handeln können verunmöglichen eigentlich, unsere Freiheit zerstören? Weil wenn ich dauernd hinter dem Gelten herjagen muss, da ist halt mit Freiheit vielleicht nicht mehr viel am Hut. Ja, dann und so weiter, etc. Das geht dann über den kategorischen Hintergrund. Also können Sie damit bringen oder auch mit ganz einfachen alltagsbezogenen Diskussionen natürlich. Ja, ja, ja. Ja, nur ein Beispiel, um das jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich meine, das könnten wir jetzt, hätten wir mehr Zeit da auch noch länger durchreflektieren, dass wir uns wirklich, man könnte das zu zweit, das könnte es mit den Schülerinnen übrigens auch so machen, zu zweit in Gruppen oder sonst irgendwas machen, und jede Gruppe nimmt sich ein Lebensphänomen heraus, etwa Digitalität oder nennen Sie es Social Media, eine andere nimmt sich Ernährung, eine dritte nimmt sich Reisen als Thema und so weiter, und evaluiert das genau auf diese Art, die ich gerade versucht habe, in der Schnelle jetzt vorzudemonstrieren, ja. Nämlich, reflektieren wir denn, was ist denn eigentlich das anvisierte Gesollte in diesem Lebensphänomen für uns? Und was tun wir damit, dass das so ist? Ja? Also was für, wie ich habe es vor der Pause gesagt, welche Aufforderungen ergehen da an mich eigentlich? Wie sage ich mir selbst, dass ich mein Leben gestalten soll, wenn zum Beispiel die Geltung auf Social Media mein großer Imperativ ist? Ja? Wie gestalte ich dann mein Leben anhand dieses Gesollten? Und dann kann ich wieder fragen, soll ich mein Leben auch so gestalten? Kann ich das wollen, dass ich mein Leben, und können wir wollen dann, um es ins Allgemeine zu sagen, dass wir die Welt dann so gestalten etc. Und das können Sie an jedem Phänomen natürlich durchführen und das können Sie dann auch miteinander verknüpfen, diese einzelnen Phänomene. Also, wie beeinflusst das eine das andere und sowas. Und dann haben Sie schon 2 Monate Unterricht eigentlich am Werk und dann sozusagen, ja. Und da brauchen Sie überhaupt keine großartige Theorie dazu oder sowas. Natürlich können Sie dann auch mit historischem Imperativ und Wortlaut daherkommen, natürlich, aber das müssten Sie natürlich zugleich nicht. Ja.
Ich glaube, viel wichtiger ist, den Schülerinnen klarzumachen, wie wir heute auch ja oft schon gesagt haben, Freiheit ist etwas Unmittelbares. Ich kann in jedes kleinste Lebensphänomen die Probe meiner Freiheit hineintragen. Ja, indem wir zum Beispiel auch in der Früh beim Kaffee trinken denken. Da kann ich allerlei, nicht eines, wir reden über viele, kann ich allerlei Sollen hineintragen. Und ich soll den Kaffee trinken aus zum Beispiel gesundheitlichen Gründen. Das ist eine moralische Frage überhaupt nicht. Mehr. Soll ich den Kaffee trinken aus sozioökonomischen Gründen? Ja, weil ich weiß, dass von ausgebeuteten Arbeiterinnen und Arbeitern auf irgendwelchen Plantagen eigentlich geerntet wird. Soll ich den Kaffee trinken, weil ich weiß, dass das Hin- und Hertransportieren der Bohne das Klima zerstört und so weiter. Das sind alles Sollensaufforderungen, die man reflektieren kann mit den Schülerinnen und Schülern und am Ende immer wieder die Frage stellen kann. Ja, und welche Aufforderungen geht jetzt wirklich an dich, denkst du? Und dann rücken sie raus. Und das, was sie dann sagen, dass das eigentlich Gesollte ist, das ist zugleich das, was sie wollen. Ja, da zeigt der Schüler dann, was er will. Und da hat man ihn dann direkt am Herzen. Ja, weil jetzt sozusagen offenbarst du deinen Willen plötzlich. Ja, ich habe am Herzen gesagt. Ja, zum Beispiel, ja, das ist ja auch ein Wahnsinn. Ja. Genau. Ja, genau. Soll ich sowas wie, weiß ich nicht was, ja, irgendwelche Karamell-Latte Macchiato trinken oder sowas, ja, genau, etc. Und aber das ist eben die entscheidende Frage. Also provozieren Sie in anderen Worten die Willensentschlüsse der Schüler heraus, die da zugrunde liegen. Weil da spüren Sie dann was, da sehen Sie, das hat jetzt direkt mit mir zu tun. Das ist jetzt nicht so ein Herumreflektieren über die Welt, ja, die Welt ist so schlimm und die, keine Ahnung, was sie da als Beispiel hernehmen, die bösen X, die bösen Y, die bösen Z und die Gesellschaft, da kommt wieder die Evolution dazu und wieder das Gehirn und wir sind ja alle nur triebgesteuerte Tiere und so weiter. Ja, stimmt eh alles, aber trotzdem können wir fragen, was wir damit tun sollen, dass das so ist. Und wie wir unsere Welt einrichten sollen angesichts dessen, dass das so ist. Ja, und so weiter. Und dann rücken sie wieder raus, die Schüler, mit. Okay, wie will ich die Welt eigentlich haben? Was ist mein Wille? Welches Gesollte verfolge ich eigentlich mit meiner Vorstellung der Welt? Ja, und dann, wie gesagt, und da wird es dann richtig spürbar, dass sie plötzlich merken, das hat was mit mir zu tun, was wir da reflektieren. Ja. Ja. Aber bitte fühlen Sie sich gern aufgefordert, da jetzt, ja, fühlen Sie gern den Imperativ, jetzt da auch noch eigene Überlegungen mit hineinzubringen. Ja. Die Frau Kollegin hat eh schon angefangen, also mit geschulten Schülerinnen und Schülern, die vielleicht auch Pup haben oder so, kann man natürlich dann das auch auf die abstrakte Ebene eines kategorischen Imperativs sogar treiben, wenn man das möchte. Ja. Ich habe noch eine Frage dazu, weil das auch in der Schule Thema, also von meinen Schülern gekommen ist. Also ab wann hat man diese, sagen wir, Gabe, dass man sich über seinen Willen bewusst ist, dass man vernunftbegabt ist und dass man eigentlich soll, das überhaupt rationalisieren kann, denken kann. Und eben, da haben Sie jetzt ganz am Anfang das Beispiel mit dem Kind gesagt. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema, ich lasse jemanden, dass sie nicht zu diesem Verstand oder diesem Willen noch nicht zu besitzen und noch nicht über moralische Handlungen entscheiden zu können. Was ist der Standpunkt der Philosophie in dieser Hinsicht? Wenn man auch dazu nimmt, dass es ja das Gesetz gibt mit Strafmündigkeit von Jugendlichen etc., das Gesetz ja wiederum aus einer ethischen und moralischen Entscheidung heraus resultiert ist. Aber was war da der Ursprungsgedanke, würde mich interessieren? Ja, de facto, also aus empirischer Forschung heraus, ja de facto gar keiner. Das ist meistens an irgendwelche äußerlichen Faktoren wie Schulaustritte gehängt worden oder sonst irgendwas, das hat sozusagen psychologischer Forschung sind zum Beispiel Altersbestimmungen oder sowas überhaupt nicht beantwortet worden. In anderen Worten, das ist eine äußerliche Willkür eigentlich gewesen. Ja. Und ich meine, wir sehen es ja eh gerade jetzt. Also wir haben es oft mit jungen Menschen zu tun, die sind meinetwegen 20 Jahre alt, aber würden Sie sagen, die sind erwachsen? 20-Jährige oder so. Also, manche schon vielleicht, andere nicht. Und das ist genau der Punkt. Und jetzt kommt der, also jetzt werde ich Ihre Frage vielleicht unbefriedigend, aber vielleicht auch ein bisschen befriedigend beantworten. Die Frage kommt von den Schülern nämlich dann auch sehr oft. Ja, ab wann habe ich denn diese Fähigkeit? Und dann wollen sie ein Alter, einen Tag, einen Augenblick oder sonst was. Das ist völlig irrsinnig. Das ist kein Gegenstand empirischer Aussagen. Dass ich sagen kann, okay, ich sehe dir jetzt ins Gesicht und jetzt weiß ich, dass du sollen wollen kannst oder so.
Und selber kann ich es über mich auch nicht wissen. Das ist ganz schlimm, das kann man nie über sich selber wissen. Man kann Ihnen zunächst einmal das über Ausschlussbeispiele versuchen klarzumachen. Solange du glaubst, es ist falsch, jemanden umzubringen, weil du dann ins Gefängnis gehst, tust du das nicht. Du hast nur Angst vor dem Gefängnis. Aber du hast nicht gesagt, dass du was nicht sollst. Also solche Beispiele kann man Ihnen zunächst geben. Und das andere ist noch viel drastischer. Ich nehme da, wenn ich danach gefragt werde, nicht das Kind als Beispiel, sondern meinen werten Onkel, den ich über alles liebe. Mein Onkel hat sehr, sehr schwer das Down-Syndrom. Und zwar so schwer, dass er auch keine wirklich entwickelte Sprachfähigkeit hat, dass er im Prinzip auf dem geistigen Niveau eines Zweijährigen ist, ungefähr. Und ich frage dann oft die Schüler zurück, okay, was ist mit dem? Ist der ein Tier? Ja, weil mit sollen wollen können ist da nicht viel, und vor allem mit der Reflexion ist selbst da nicht viel. Was tun wir da damit und so weiter? Was tun wir eben auch mit dem kleinen Kind, dem wir sagen, nicht so weiter und nicht so wahr und so weiter? Naja, es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach zu sagen. Was tun wir denn in unserer Gesellschaft mit diesem Phänomen? Wir sagen, solange wir das einem Menschen nicht zurechnen, tritt jemand anderer an seine Stelle. Ganz einfach. Wir tun es für ihn dann. Wir tun es für das Kind. Wiederum. Wir tun es für meinen Onkel, den wir in Lebensverhältnissen sein Dasein bestehen lassen, von denen wir wissen, da ist er geschützt, da kann ihm nichts passieren, da kümmert sich jemand um ihn und so weiter und so fort. Weil wir sagen, der kann nicht vollständig sollen wollen und deswegen tun wir es für ihn. Denn indem wir es für ihn tun, sagen wir, der ist trotzdem ein freier Mensch, auch wenn er das selbst nicht kann. Wir treten an seine Stelle. Und bei Kindern tun wir das genauso. In anderen Worten, die Frage bedeutet eigentlich, haben wir irgendein Kriterium, an dem wir festmachen können, wo wir das nicht mehr tun, wo wir nicht mehr den anderen vertreten, wie das zum Beispiel Eltern für ihre Kinder auch tun, nicht wahr? Es kommt irgendwann der Moment, wo Eltern ihre Kinder, na gut, vielleicht kommt er direkt bei den Eltern nie, weil irgendwie vertreten sie vielleicht immer ihre Kinder ein bisschen, aber es gibt auch andere Eltern-Kind-Beziehungen, die sehr viel problematischer sind, wie es alles wurscht ist. Entscheidend ist, können wir definierbares Kriterium festmachen, indem wir sagen, so jetzt entlassen wir dich in die Freiheit des Sollen-Wollen-Könnens? Die Antwort ist nein, denn das können wir bei uns selber nicht einmal definitiv. Wir selber sind ja auch nicht immer Herr unserer Handlungen oder Frau unserer Handlungen. Deswegen müssen wir immer darauf vertrauen, und das ist das immer wieder beim Vertrauen. Die Freiheit ist nicht nur eine Sache des Vertrauens, der Verantwortung und der Tragik, sie ist immer auch ein Risiko. Weil wir gehen das Risiko damit ein, dass der andere frei ist und sich überlegen wird, was er sollte. Und manchmal tun das halt Menschen nicht. Das hat aber nichts mit ihrem Alter zu tun, sondern das tun sehr, sehr erwachsene Menschen auch nicht. In manchen Situationen dann. Das heißt, ich würde dafür plädieren, das ist nicht eine pathologische Sache, dass man sagt, das ist einmal erreicht und dann ist es voll ausgeweitet, sondern das Problem ist viel schlimmer, es ist situativ. Menschen sind situativ frei und unfrei. Manchmal regrediert auch der reflektierteste Erwachsene zu einem 15-Jährigen, wenn das Thema gerade passt. Er hat die Lieblingsmannschaft im Stadion verloren und er hat ihm nicht mehr in die Goschen deswegen. Einfach so. Obwohl er natürlich sonst weiß, dass er das nicht sollte. Ja. Also das Problem ist viel schlimmer, als das an Altersstufen zu knüpfen. Es ist eigentlich an Situationen geknüpft. Und da kann man dann wieder fragen, gut, welche Situationen befördern, dass wir nicht mehr, dass wir das ablehnen, dass wir uns unfrei machen? Welche Situationen verhindern unsere Unfreiheit, das heißt befördern unsere Freiheit? Das wäre dann wieder zu reflektieren mit den Schülern. Ja? Was sollten wir also nicht tun, wenn wir dadurch Gefahr laufen, unsere Freiheit zu verlieren? Zum Beispiel. Inklusive aber allen Dingen, die wir heute besprochen haben, nämlich auch psychisch gesund zu bleiben und so weiter. Das heißt nicht, wie gesagt, diese Geschichte mit dem Sollen heißt nicht, sich die Geißel ansetzen die ganze Zeit und sagen, ja, ich bin so schlecht, ich muss mich überall einschränken, ich muss mich überall fertig machen, weil dadurch mache ich mich krank und dann kann ich überhaupt nicht mehr sollen. Also das kann es auch nicht sein. Oder so. Also das wäre auch ein Thema für eigenes Gespräch. Aber das kann man mit den Schülern jedenfalls erarbeiten. Welche Situationen bedrohen die Freiheit mehr als andere?